Am Ende sind es die Jüngsten, die noch für einen versöhnlichen Abschluss der Zweitliga-Begegnung zwischen dem LTTC Rot-Weiß Berlin und dem Marienburger SC aus dem Kölner Süden sorgen. Als alle anderen Begegnungen bereits entschieden sind, erzwingen die erst 16-jährige Santa Strombach und ihre ein Jahr ältere Doppelpartnerin Emma Gevorgian den Satzausgleich. Und damit die Entscheidung im Match-Tiebreak. Nach einem langen Wettkampftag bei über 30 Grad haben die Berlinerinnen am Ende die besseren Nerven, können zwei Matchbälle abwehren und gewinnen den Tiebreak gegen die Domstädterinnen knapp mit 11:9. Wir haben uns erstmal motiviert, wir haben gesagt, okay, wir bleiben ruhig. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, lass uns einfach spielen. Wir haben glaube ich schon mal Matchbälle gegen uns gehabt und haben dann auch gewonnen und haben wir das einfach durchgezogen. Dabei war die Begegnung bereits nach den Einzelspielen zugunsten der Kölnerinnen entschieden. Besonders ärgerlich für Rot-Weiß-Trainer Markus Zöcke die vielen knappen Niederlagen, wie hier von Anna Savic, die ihren Match-Tiebreak nach deutlicher Führung noch mit 6:10 verliert. Spielsatz und Sieg Marienburg. Naja, zweimal Match-Tiebreak. Gut, Anna hat geführt 6:2, die muss eigentlich gewinnen. Nastja hatte auch ihre Chancen, hat einige Matchbälle abgewehrt und war wieder dran. Aber das passiert, ja. Match-Tiebreak ist nun mal so und da haben wir unsere Chancen, die wir sicherlich hatten, nicht genutzt und dann steht es eben 1:5. Die Devise für die Doppelspieler heißt nun Matchpunkte sammeln gegen den drohenden Abstieg. Ein Vorhaben, das auch dem Team Stabel Majeric gelingt. Es wird immer knapper und die zwei Punkte helfen uns natürlich dann im Gesamtzählverfahren nicht abzusteigen. Das nächste Spiel gegen Hamburg erhoffen wir uns natürlich als siegreich. Deshalb ist jeder Punkt jetzt wichtig. Na dann, viel Erfolg in Hamburg, damit es bei Rot-Weiß auch in der kommenden Saison noch Damentennis auf Bundesliga-Niveau zu sehen gibt.